Video, Druckluftfüller, Firma Blattmann, wie gesagt, Vorgang, Flaschen sind eingespannt, dann spannen wir die Flaschen vor, Hebel nach vorne, ja, fast die sind jetzt vorgespannt, dann füllen wir sie mit Bier, Hebel zurück und ja, Hebel zurück und muss halt die Auslaufgeschwindigkeit vom Gas regulieren. Nicht so schnell der tolle Saft da reinströmt und Hebel zurück. Relativ schnell, aber es ist vielleicht ein bisschen zu geschwindig, zu schnell. Und der Füllvorgang beendet ist, dann stellt man den Hebel wieder in Nullstellung. Ja, man sieht das da, das seitlich ist entweicht. Dann warten wir noch kurz, bis sich das entspannt. Dann sind die Flaschen auch schon gefüllt. Die Füllhöhe kann man regulieren über